Oh, ich war nicht auf einer Bank. Das Blumenmädchen versus die Feuerkugeln. Ach du. Die Ninja versus. Oh mein Gott. Ja, ich heul jetzt schon, ja? Ich heul jetzt schon. Ich mute mich, ich kann nicht mehr. Willkommen bei der besten Party on the Sea! Auch heute haben wir wieder mutige Herausforderer! Und zwar der Typ, der sich schon den Sieg beim Chocobo-Rennen geschnappt hat! Klaus Steif! Und Anna! Ich heiße die Klaus Steif! Ich heiße Klaus Steif, du Penner! Ihre Gegner! Von mir höchstpersönlich handverletzte Brutalo! Richtig abzugehen. Es ist Zeit für Gas, Gassenauer! Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich alles spiele. Weißt du was? Einfach draufballern. Draufballern, let's go. Ups, meine Siegesträhne von heute ist, glaube ich, heute jetzt gerade zu Ende. Was ist das? What? Eieiei, okay, hier. Nein, 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 nein. Werfe. So, ach du Scheiße. Ja, gut. I don't know. Scheiße! Die kann sich bestimmt dagegen schützen. Hallo XX. Achso, die ist kampfunfähig. Verdammt! Boah, das. Alter, lacht sich ein Ast. Das ist massiv schwer. Kann ich mich dagegen irgendwie. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Boah. Unser Bunker steht immer offen. Ich muss generell mal ganz kurz hier. Ganz kurz hier. Ach du Scheiße. Nicht so gut. Jetzt hier Alexander. Oh. Irgendwie war das aber auch nicht so smooth, wie es bei den Kaktoren zum Beispiel war, ne? Egal. Effizientes Blocken. Könnte sie sogar nehmen, aber. Ja, Schlag. Geschwindigkeit hat sie.
Bewusstsein ist Willenskraft, Ausdauer, Vitalität. Boah, Alter. Schwierig. Oh, das ist wirklich blöd, ey. Reden, Leute, das ist so schlimm. Ja, maximale TP halt voll. Nein, sage nicht, ne? Oh, ja, ja, der ist aber auch sehr nett. Greif der ultimativen Kraft, ne? Ich sage euch. Ich weiß gar nicht, ob es einen Schutz vor Gravigar gibt. Oder für ihn verbunden mit Materia vielleicht oder so. Weil dann hätte ich ja eine Chance. Ne? Ich gucke hier gerade ein bisschen. Ja, auch nett, aber das ist nicht das, was ich brauche. Hätte ich wirklich mal jemanden anziehen sollen. Boah. Scheiße, es ist gerade kacke. Guck mal, dieses Gravitas Graviga, ja? Also das Gebet brauche ich nicht mehr. So. Ja, Widerstand. Ne, ist Gestein und sowas alles okay. Elementaraffinität in Rüstung verhindert Elementschaden. Aber es ist ja kein Element, ne? Es ist kein Element. Ich gehe nochmal ganz kurz hier drauf. Ich habe es ja hier irgendwo selber. Schwerkraft. Ich hätte halt gerne, dass ich was reinpacke, was mich davor schützt. Flächeneffekt für verbundene Materia sinkt um 75. Achso. Ich achte gerade noch den Text recht. Entschuldigung, dass ich jetzt so ewig lange hier im Menü bin, ne? Ich bin gerade, das ist ganz schön scheiße. Dunkle Künste. Ja, das ist auch nicht. Ich versuch's nochmal, aber ich sehe nicht, dass ich das irgendwie. Das Blöde ist, ich kann keine Synchro-Aktion machen, weil wir sind ja nur einzeln, ne? Und dieses alleine kämpfen finde ich ganz furchtbar hier in Rebirth. Ich hatte Schlaf. Ja, ich sollte hier Schlaf gehen, damit wenigstens ich nur gegen einen erstmal kämpfen muss. Ah. Wie ist das? Schild! Verdammt! Wie ist das? Wirbelsturm. Aus heiterem Himmel. Nene, 1, 2, 3, Jupiter und Kevin!
Ja, ich muss den einen irgendwie schlafen legen, ne? Gott, ich muss erst das machen, sorry. Boah, Alter. Oh mein Gott. Meine Entschuldigung, ist es zu spät. Bei ihr nicht festhalten, die Angriffstaste, sondern immer eins. Und das hat besser geklappt jetzt. Ja, holy shit, ey. Scheiß auf die Preise, ganz im Ernst, ne? Puh. Okay, Eris. Gegen Feuer, gegen Feuer. Ich hätte sie gegen Feuer schützen sollen. Oh. Ja, komm. Au. Los. Ja, gegen Feuer hätte sie wirklich schützen sollen. Ja, okay. Aber ich kann sie ja gegen Feuer schützen. Das geht ja irgendwie, glaube ich. Doch, das geht auf jeden Fall. Auf diese ganzen einzelnen Kämpfe einschließen. Ne? Oh, nee. Warte. Oh, Eris. Oh, ich hasse es, meine ganzen Sachen so umzustellen, wisst ihr? Aber ich meine, ich hatte doch, glaube ich, sogar... Ja. Ich meine, ich hätte... Eris haut auf den Putz. Doch hier sogar schon was drin, oder? Jetzt Amplifikation, Widerstand. Mhm. Okay. Elementar-Affinität.
Warte. Ah, die meisten Sachen braucht sie tatsächlich. Versiegelung. Ja, eigentlich auch jetzt gerade sehr gut. Ja, braucht sie auch. Scheiße, warte mal eben. Jetzt nehme ich hier das mal weg. Okay. Nochmal. hallo? Na, Interesse an einem Kampf? Sag mal, komm mir mal nicht so nah, ne? So. Hat er halbiert da wenigstens, ne? Achso, zwar weiß ich nicht, ob wir das jetzt hatten, aber ich mache jetzt einfach, komm jetzt drauf hier. Ah, mit ihr doch schon sehr schwierig. Merke ich gerade. Ich doof hab auch kein Eis. Ich hätte vielleicht einfach mal Eis ausrüsten sollen. Magiebarriere kann ich noch machen mit ihr. Heilen jetzt. Wenn ich Glück habe, machen die sich von alleine kaputt. Solche Heildinger. Sehr, sehr nett. Weiter, Tim. Sie ruft nach mir. Ich will schon nochmal so mit ihr weiterspielen. Ich brauche die Sachen von ihr, die sie da hat. Ich brauche die alle. Ah, sie hat Phönix auch noch. Oh, es ist beschissen. Ich mag das nicht, die ganzen Sachen auszutauschen. Ey, wenn man so Sets machen kann und ich weiß das die ganze Zeit, mich beißen mir den Arsch. Der Schock hier, der Penner. Los! Ist ja gleich vorbei. Alles okay?
los? Ist dir etwas schwindelig? Los! Das hat weh. Ich hab dich schon erwartet. Oh mein Gott. Wuhuhu, ja. Was ist jetzt los, ey? Oh. Ist so schwindelig. Leute, mir ist ohne Scheiß schwindelig gerade, ey. Wen haben wir jetzt? Ich habe nämlich Angst davor. Ich nehme die Person auch so, wie ich sie ausgerüstet habe, wieder. Wer? Die Kanone. Ah! Warte mal, wen haben wir da noch? Die Faustkämpferin. Ja, okay. Die drei müssten das jetzt wohl hinkriegen, oder? Komm, Barrett. Barrett! Du Barry Barrett. Entschuldigung. Oh nein, 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 nicht die! Die sind so scheiße schwer gewesen! Nur die Karte war gut! Okay, warte. Shitty Manini, Leute, ne? Da kommt jetzt erstmal, keine Ahnung, ich mache jetzt erstmal die Komik. Der Schockschuss da. Achtung, jetzt knallt! Jetzt geht's erst richtig los! Ja, geil. Okay. Hab was für dich! Oh. Ja. Wir holen das Mädchen, Leute. Jetzt kommt die Faustkämpferin. Jetzt kommt Tifa. Oh, das sind zwei. Sind das zwei? Noch? Nee. Ah, okay. Verstehe die Schwierigkeit hier. Ja, und ich habe natürlich hier keine Heilung, ne? Schade. Und ich brauche natürlich Blitz. Wieso habe ich das nicht gemacht? Mist.
Ja, aber da haben wir nicht mehr genug Heal für. Ja, boah, geil. Mach Blitz, bitte. Hilf mir. Fujata, hilf mir. Ja, geil. Dankeschön. Mein Platz, bitte mal einen Platz für mich. Ich kann hier nichts machen. Das hier halt, ne? Mach. Ja, komm, der hat gleich. Der hat gleich seine Mega-Attacke, dann ist er eh weg. Oh mein Gott, das... Okay, ja, das mach ich aber nochmal. Das mach ich nochmal. Ich glaube, das krieg ich sogar so hin, ne? Erstmal ihn. Bist du bereit? Oh nee. Jetzt ist wieder doof, ey. Mann! Ich bin doch schon auf einem guten Weg. Ich will die Sachen nicht rausschneiden, weil ich die selber sehr spannend finde. Aber oh nee. Nee. Ich könnte Ramu jetzt ausrüsten, so, ne? Ich weiß, dass ich ganz viele Sachen machen könnte, aber wir waren schon, das war schon sehr, sehr knapp, finde ich.
Ah, jetzt haben wir keinen guten Start hier. Super. Ah, gib der Frau Heilung. Was mache ich denn? Ich kann es nicht ohne Heilung machen. Abbrechen. Die braucht definitiv die Heilung, weil ohne Heilung ist dann doch nicht so nice. Scheiße. Okay, aber wir kriegen die ganzen Kämpfe rum. Ich glaube wirklich, wir kriegen die rum. Wir schaffen das schon. Ich hätte die Punkte vielleicht mal vorher eintauschen sollen, nicht doof, ne? Unser Bunker steht immer auf. Ruhe. Tiefer. Jetzt hören wir mal zu, ja? Du hast die Analyse. Sehr schön, ne? Gebet machen wir jetzt mal raus, du kriegst jetzt Heilung hier. Zwar nimmst du die Heilung von Yuffie. So. Jetzt geht's mal hier rein hier. Na, Interesse. Ja. Ja. Längste Folge ever. Ich kann das auch bestimmt anders ausrüsten, ne? Ich Ungeduldige, ey. Ich Ungeduldige und kämpfe dann 1000 Kämpfe. Das ist eigentlich, ich weiß selber, wie doof das ist. Aber ich will nicht so viel verhunzen irgendwie. I don't know. Was mach ich denn da? Ah, shit. Das ist ganz nice, dass er das wohl nicht mag. Hier geblieben. Ja. Das ist. Ich hatte gerade kurz die Ruhe, deswegen habe ich das gemacht. Ja. Ah. Weiß ich gar nicht, wie viel Äther ich überhaupt habe. Wie viel MP? 29, okay. Sollte ich jetzt ein bisschen sparen? Wegen Heilung halten. Oh ja, endlich. Oh. Oh. Nee, tiefer, nicht nochmal. Das reicht jetzt hier erstmal, ne? Boah. Konn ich mehr. Die letzte
Kampf jetzt, Leute. Blutrünstige Harlekin alleine? Zuckermäuschen? Okay, was ist das für ein Preis? Ach, das ist die Freundin, die heißt Zuckermäuschen. Ach du Scheiße. Ich glaube nicht, dass das die Freundin ist. Wer hätte das vom Knutstreif gedacht? Knutstreif? Um es bis hierher zu schaffen, muss man schon ein Blaustreif hinter sich haben. Aber ist Schluss mit lustig. Nun beginnt der Ernst des Überlebens. Okay, Leute, dann lasst mal richtig was hören. Bühne frei für unsere Nummer 1 des Schmerzes. Joker! Jeder seiner Herausforderer für immer vergangen. Gelingt es Klaus Schweig, diesen blutrünstigen Harlekin zu besiegen? Falls ja, wartet schon ein ganz besonderes Zuckermäuschen. Ich kann ihn nicht analysieren. Los, mach mal richtig Lärm hier. Harlekin-Fahrt für das große Finale. Cloud, gib dein Bestes, du hübschi Pupi. Yes! Komm her hier! Was ist das? Du musst das bitte nicht machen. Weißt du was? Ich mach den Klingenstrahl, weil wegen Glück erstmal. Auf Wiedersehen! Scheiße. Oh Scheiße, was macht der? Du Arschloch! Also zu Ende sein? Oh mein Gott! Was ist das denn? Ich brauche eine Analyse bei ihm. Ich muss bei ihm eine Analyse reinpacken. Ich muss wissen, was da los ist. Ich meine, ich sehe es ja schon, aber er muss ja irgendwelche Schwächen haben, ne? Na dann. Ich dachte, gerade mit Cloud schaffe ich das auf jeden Fall easy, ne? Boah, ist der Cloud kurz beleidigt gewesen, ne? So. Wir haben, ja, Neo-Bahamut, okay, das ist schon mal sehr, sehr gut, ja. Kraft, Erstschlag, alles muss bleiben. Blut und Frost, Gewitter. Limit und, ja, komm, da können wir jetzt mal wegmachen. Nimm deine Analyse mal. So, okay, weiter geht's, nochmal. Gib her hier. Achso, warte. Ich will nichts dem Zufall überlassen, ey. Ah, komm, das geht auch noch. Puh. Achso. Hier. Na, Interesse an einem. Boah. Alter, 3.42 Uhr ist das scheiße. Ja. Kacke. Kann ich auch mit so spielen? Jetzt bin ich nämlich drin. So komplett drin. Ich will die Quest auf jeden Fall noch zu Ende machen. Und dann nach Nibelheim. Und dann haben wir pure Story. Ja, Luft. Oh, wenn der Weiche seinen Seelenraub mehrmals in Folge ausnimmt, dazu zwingt, mehr Energie aus sich herauszupressen, was ihn schockanfällig macht. Sobald er genug TP eingebüßt hat, gerät er außer Kontrolle und wird dauerhaft schockanfällig. Okay. Seelenraub. Oh. Mist, kann ich nicht ausweichen. Okay. Ah. Meine Fresse, Alter, was ist das denn? Oh, Neo-Warmut auf jeden Fall. Der hat ja fast gar nicht geheilt.
klar? Auf ein neues. Und tschüss! Stirb! Genau so! Jetzt oder nie! Schluss mit lustig! Shit. Und tschüss! Feuer frei! Okay, der hat gleich. Der Feind ist geschwächt. Oh, Alter. So. Das war's dann. Und tschüss. Nein. Schwach. Und tschüss. Ja, das war's. Ja, keinen Kopf. Das war's. Ja, und tschüss. Ja, das war's. Ja, jetzt. Das war's. Das ist aus. Oh mein Gott, ja. Neo Bahamut musste nicht mal kommen. Mir tut meine Hand so weh jetzt, ne? Sache. Boah. Uiuiui. Das war ein heißer Tanzclown. Absolute Hammershow. Unter uns. Ich hätte ja nie gedacht, dass du mein kleines Ass im Ärmel platt machst. Verdammte Dreckskacke, Verfluchte! Hast du eine Ahnung, was mich das kosten wird? Ich kotze mit dem Stahl! Naja, ist wurscht. Passiert halt. Schauen wir nach vorne. Auf unsere strahlende Zukunft. Wie wär's, Cloud? Lust für mich zu arbeiten? Bei Chocobo-Rennen und den Kämpfen kann man eine Menge Asche machen. Kein Interesse. Du bist knallhart, Mann. Ich versprich dir, du wirst leben wie ein König. Laut, schlag schon ein! Wo ist das Mädchen? Was denn? Du hattest es auf das Zuckermäuschen abgesehen? Was ist der Faustdick hinter den Ohren? Na gut, sie gehört dir. Hast du dir verdient? Ich und der Alleskönner sind schließlich beste Freunde. Bedien dich ruhig. Aber denk noch mal über mein Angebot nach. Hörst du? Hey! Huh? Oh? Noch ein Zuckermäuschen. Willst wohl auch bei mir in der Firma anfangen, was? Ha! Menschen sind keine Preise, merkt ihr das? Wenn du so etwas noch einmal abziehst, mache ich Omelette aus, du weißt schon was. Verstanden? Jawohl. Yes, Tifa, yes. War sie das Mädchen, nach dem du gesucht hattest? Leider nicht. Hä? Sie war anscheinend eine Touristin aus Midgar. Sie wurde wohl im Gold Saucer übers Ohr gehauen und hierher verkauft. Ich habe sie nach oben in Sicherheit bringen lassen. Oh, verstehe. Das Wiedersehen ist nur aufgeschoben. So schnell gebe ich nicht auf. Und ihr? Was werdet ihr als nächstes tun? Wir ziehen weiter. Wir sind auf der Suche nach etwas.
Ihr und ich. Wir sind wohl ständig auf der Suche. Viel Glück dabei. Dir auch. Ach ja. Das war eine lange Quest. Aber wir haben es geschafft. Und bevor wir jetzt hier... Okay, die Hauptstory geht hier weiter. Ist ja auch interessant. Kreatur des Chaos. Die ist aber in... Die ist doch gar nicht hier. Hä? Warte mal. Nicht gerade komplett Banane? Die ist doch in Nibelheim. So. Weltkarte anzeigen. Da, Kreatur des Chaos. Okay, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Die Kampfpunkte werde ich jetzt erstmal einlösen. Eine Shinra-Villa, übrigens sehr interessant, ne? Die macht Nibelheim. Wir lösen die Kampfpunkte ein und dann gehen wir mal zur Kreatur des Chaos. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt heute noch hinkriege mit meinem Kopf, ne? Und dann haben wir nur noch die Chocobo-Quest und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist etwas, was ich tatsächlich nicht machen werde. Oder ja. Weil, ich passe hier auf, dass niemand von ja, also wenn, dann würde ich... Oh, ich will mal Ozi sagen. Dann würde ich es offstream machen. Und dann die Sequenz dazu aufnehmen. So. Aber mehr auch nicht. Weil ich wollte mich nicht mehr... Ich wollte ein bisschen mehr Spaß am Spiel haben. Ich wollte mich nicht mehr durch so Sachen quälen, wisst ihr? Ich kann ein bisschen im Internet mal gucken, was man dafür kriegt. Okay, so viel haben wir jetzt auch nicht. Aber... Oh, Codex-Stufe 9 freigeschaltet. Okay, sind wir überhaupt schon soweit? Was ist denn das Letzte? ATB-Limit. Gibt beim Benutzen von ATB-Einheiten die Limitleiste auf. Ja, okay, das würde ich gerne haben. Krieg ich das? Sturmschurz? Sturz? Okay. Wie komme ich jetzt am schnellsten dahin? Wie viel willst du dafür? 20? Boah. Dann lassen wir das erstmal, ne? Was ist das hier? Limit der Stufe 3. Jetzt kurz gucken. Hat Cloud kein weiteres Limit? Bin ich gerade... Okay. Also wir wollen auf jeden Fall das hier haben, ne? Mhm. Dazu müssen wir erstmal... Das hier ist aber auch sehr schön. Gefällt mir. Da brauchen wir auch 20. Was ist das hier jetzt? Zornesmal. Limit der Stufe 3. Ja. Wieso Cloud das nicht? Ich bin auch gerade nicht bescheuert. Satellitenstrahl. Okay. Also... Wir müssen bei allen nochmal warten. Aber das ist okay. Oder hat irgendjemand von denen vielleicht schon 20, dass wir da... Eris hat eigentlich 20. Der hat doch eigentlich 20. So, dann können wir nämlich das hier machen. Dann kommt sie schon mal da oben hin. MPHs. So, dann könnt sie das Schwert als nächstes machen. Warte. Oh. Da. Oh. Akkumuliert Magie, um mächtige magische Angriffe zu entfesseln. Während des Akkumulierens wird unter anderem die magische Attacke erhöht. Ja, super. Dafür braucht sie 20 und hierfür braucht sie dann 15. Wie sagt nur Eris das? Ich glaube, wir kriegen jetzt die Karten komplett durchgespielt, oder? Eris, konntest du bitte aufhören, da so im Licht zu stehen? Hör auf! Ach, du auch? Okay. Ich verstehe ja, dass die... Aua. Was willst du? Halt doch dein Maul. Ich will die ganze Zeit übrigens die Dinger aufsammeln und komme nie dazu. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich setze mich jetzt hier auf diese Bank. So. Und dann bin ich so krass gespannt auf jetzt gleich, was da kommt, ne? Die Smaragdhexe besiegt die blutrote Königin. Wir sind jetzt mittlerweile Blutkönig. Ich liebe das Kartenspiel so hart, ne? Ist hier was im Angebot? Nein.
Boah, oh mein Gott. Wir haben so viel Kohle, ja? Und trotzdem gucke ich immer nur nach den Angeboten. Okay. Ach, der ist draußen? Oh. Aber wer ist das denn? Vince?